Meine Lieben, ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch mal, wie man den Teller macht. Das heißt, ich erkläre euch das mal ein bisschen genauer. Als erstes ist natürlich Zentrieren ganz, ganz wichtig. Und hier haben wir den Aufbrechgriff. Der Aufbrechgriff ist der schwierigste überhaupt beim ganzen Töpf. Die Voraussetzung muss natürlich das Homogenisieren und Zentrieren sein. Und dann nutzt du im Prinzip die Fliehkräfte beim Aufbrechen. Das heißt, du drückst von oben und nutzt die Fliehkräfte und dann macht es irgendwann schwupp und schon hast einen Teller. Naja, ganz so einfach ist es nicht. Du musst natürlich ordentlich von oben drücken und die Tonplättchen richtig ordentlich verdichten. Weil wenn du das nicht machst, dann siehst du beim Trocknen schon den Riss. Und wenn du den beim Trocknen noch nicht gesehen hast, dann siehst du den spätestens beim ersten. Und wenn du den dort noch nicht gesehen hast, dann siehst du den spätestens beim zweiten Brand. Und wenn du dort erst den Riss siehst, dann hast du schon ganz, ganz viel Energie reingepulvert, ohne dass du irgendwie einen Nutzen davon hast. Sprich, du musst lernen, von oben ordentlich zu drücken, die Ton Mineralteilchen richtig schön zu verdichten.